Moin Leute, was geht? Heute neues Video von mir. Heute prüfen wir die Starterbatterie von meinem Auto und gucken, ob die Batterie noch gut ist oder ob sie schon verschlissen ist, ob sie neu gemacht werden muss. Auf geht's. So, jetzt schließen wir das Multimeter an die Batterie an. Schwarz auf Minus und Plus auf, also Rot auf Plus. So. Dann stellen wir beim Multimeter Volt Gleichspannung ein. So, jetzt haben wir hier auf dem Multimeter 12 Volt, also 12,26 Volt. Das ist noch in Ordnung. Eine Batterie sollte auf jeden Fall immer über 12 Volt sein. So ideal wäre es bei 12,6, 12,7 Volt. So, das ist aber jetzt noch nicht so ausschlaggebend. Das ist nur die Ladespannung, wie viel der geladen ist. So, wenn wir jetzt wissen wollen, ob die Batterie noch gut ist, ob wir damit jetzt noch über den Winter kommen, dann machen wir Folgendes, und zwar machen wir das Auto einfach an und gucken, wie weit der runter geht. Wenn die Voltzahl unter 10 Volt fällt, dann ist sie schon ziemlich schwach und man könnte da im Winter dann auf jeden Fall Probleme kriegen. So, ich mache das mal eben ganz kurz. So, ja, jetzt wie ihr seht, ist die Spannung natürlich wieder hochgegangen. Entscheidend ist allerdings, ob die Batterie unter 10 Volt gegangen ist. Also während des Startvorgangs, weil da zieht die Batterie, wird am meisten Saft gezogen vom Anlasser. Und wenn die dann unter 10 Volt fällt oder sogar 9 Volt, dann ist da keine Leistung mehr drauf auf der Batterie und die muss neu. Ja, wie ihr seht, meine Batterie ist noch in Ordnung, die ist nicht unter 10 Volt gefallen, die lag so bei 10,6, 10,7 und das ist noch im Toleranzbereich, das ist noch gut. Und ja, ihr könnt das ja einfach mal bei euch testen, da seid ihr auf Nummer sicher, da wisst ihr, okay, es kommt eine Batterie im Winter, es kommt keine Batterie im Winter, das müsst ihr entscheiden. So, das war's auch wieder von mir, ne? Bis zum nächsten Video, abonniert mich fleißig, drückt Gefällt mir, wenn euch das Video gefallen hat. Aktiviert die Glocke und verpasst kein Video mehr von mir und guckt auch meine anderen Videos an. Ich habe viele Tipps, die ihr gerne nutzen könnt. Bis dahin, euer Menzelmeister.